Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei der MBRL im Summer Break. Und wir sind im letzten Rennen des Summer Break, Rennen Nummer 4 in Zandvoort. Also Zandvoort direkt am Meer gelegen, schöne Kulisse für ein wunderbares Porsche GT3 Cup Race hier heute Abend oder zwei Rennen. 30 Minuten stehen hier heute auf dem Programm. Dementsprechend schön, dass ihr da seid. Ein Bandit, DC Simracinger, die sind natürlich auch wieder hier am Start in der Doppelpackung. Hier haben wir sie direkt kurzzeitig bei dem Bild. Pete Wiseman und Stefano Schiavone für DC heute wieder mit am Start. Evil, Yahoo, Evilie. Na, was geht? Alles gut? Ja, schön, dass ihr da seid. Und hoffen wir auf interessante zwei Rennen. Das wird definitiv geil werden. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wunderbar und selbst. Ja, danke. Bei mir ist auch alles tutti. Anstrengender Tag auf der Arbeit, aber das soll uns hier nicht von einem schönen Rennen abhalten. Ja. So, wir schauen mal, wen haben wir dabei. Wir haben heute Benedikt Barth vom Sidekick Racing Team am Start. Der hier, ja, der wird jetzt in seine erste gezeitete Runde gehen als fast einer der letzten aus dem Paket hier. Dennis Hanak mit dabei, die 80 hier im Porsche Zentrum Mannheim Design. Pete Wiseman hatten wir gerade, da haben wir ihn. Im wunderbar neonleuchtenden DC Simracing Porsche, genauso wie Stefano Schiavone.
Sven Heiko mit dabei. Marvin Leidl auch am Start. Wo ist er? Das war der falsche Porsche. Da ist er. Marvin Leidl, Heiko Rentsch, Heinz Zengerle, also die geballte MBR-Power, wieder auf der Strecke unterwegs. Dennis Fischer mit dabei von den Dirty Old Bastards. Florian Rieger hier im etwas anderen Design unterwegs. Da haben wir keine Team 75 Lackierung am Start. Christoph Meyer, auch die Dirty Old Bastards hier vertreten. Der hier ist Schwarzgold, der andere ist Weißgold. Und Christian Schwenk auch mit am Start. Sandford ist schön, ja definitiv. Sandford ist wirklich ein wunderbar schöner Strand. Direkt mit der Rennanlage daneben. Also wenn man sich hier mal verschätzt, dann kann es natürlich sein, dass man auf der Fregatta nebenan landet. So, die ersten Zeiten sind da. Stefano Schiavone mit 1,38,8. Schwenk, oh, der ist da gerade mal 500stel dahinter. Marvin Leidl 3, Pete Wiseman 4, Heiko Rentsch auf Position 5. Ein Bandit hast du gehört? Ja, das hast du gehört. Gabone ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg, hier die Meisterschaft klar zu machen. Was diesen MBRL Summer Break Cup angeht. Also ich denke, wenn er hier heute zwei solide Rennen abliefert, dann könnte das gut funktionieren. So. Also fast die Hälfte des Qualifyings ist abgelaufen und wir haben die erste Sortierung. Schiavone vor Schwenk, vor Leidl, Whiteman, Meyer, Rieger, Barth, Rentsch und Hanak. Heiko Zengerle und Fischer haben hier noch keine Zeit setzen können. Zengerle auf dem Weg jetzt, da haben wir die erste Zeit. Es ist eine 1,42,5. Von Heinz Zengerle. Sven Heiko und Dennis Fischer haben hier noch keine gültige setzen können. Wir drücken die Daumen. Ja, die Season Racing stark mit dabei hier in diesem Porsche Cup. Also ich denke, da ist auf jeden Fall viel drin. Wir sehen aber auch, oder ich sehe hier auf meinem Zeitenmonitor, dass Schwenk in den letzten beiden Sektoren schneller war. Und jetzt hat er sich auch direkt mal die Pole Position geholt. Mit einer 38,7. Also schnelle Zeit jetzt hier von Christian Schwenk. Mal sehen, ob er die letzten 4,5 Minuten noch hier über die Zeit retten kann. Schiavone nämlich auch wieder flott unterwegs. Also der ist gerade auch wieder schnell unterwegs. Also da sind wir gespannt. Dann haben wir Leidl, Barth und Wiseman, die unter einer Sekunde dran sind. An der Pole Position, Meyer mit 1,5 Sekunden, Rentsch und Hanak fast gleich, 1,6 Sekunden dahinter. Heiko, Rieger, Zengerle und Dennis Fischer macht jetzt, glaube ich, hier erstmal eine Spur langsamer, um mit zumindest mal eine gültige Zeit aufs Tableau zu bringen. Mal sehen, wo es ihn hin verschlägt. Aktuell ist die Zeit gültig, das sieht gut aus. Also da wird er jetzt auf jeden Fall eine Zeit setzen können. Da haben wir so, oh, 6 schnellste Zeit. Also so viel langsamer hat er jetzt auch nicht gemacht. Fischer schnell unterwegs. So, und das heißt, 3 Minuten knapp noch. Yellow Flag. Wen haben wir da? Dennis Hanak. Hanak hat sich hier mal kurz in der Sandford-Düne hier ausgetobt. Somit die Zeit natürlich erstmal im Eimer. Aber auf einer schnellen Zeit unterwegs ist Meyer jetzt gerade. Der ist jetzt hier fast 7/10 schneller als seine bisher schnellste Zeit. Somit würde ihn das ein gutes Stück nach vorne bringen. Wenn er das über die Linie bringen kann. Oh, das sieht gut aus. Das sollte Position 6 werden. Genauso ist jetzt Meyer auf 6. Direkt vor dem Teamkollegen, vor Dennis Fischer. Für
Florian Rieger, auch da sollte ein Stück nach vorne gehen. Eine Position P10 ist es. Ja, und da doch nochmal kurz den Bremspunkt leicht verpasst. Benedikt Barth aktuell eine gute Runde. Wenn er das über die Linie bringen kann, ist da ein bisschen was drin, sogar relativ viel. Das könnte P3 werden. Sonst kaum jemand auf der schnellen Runde. Heiko und Zengerle, beide mit einer möglichen Verbesserung gerade. Zumindest auf dem Weg, eine mögliche Verbesserung anzustreben. So, und jetzt wird's langsam ernst für Benedikt Barth. Jetzt kann er eine gute Zeit hier rausholen. P3 ist drin, Runde drin bleiben auf der Strecke und das sieht gut aus. P3 sollte drin sein. So ist es. Benedikt Barth auf der dritten Position. Mit einem starken Qualifying aktuell. Schwenk und Schiavone, die tauschen da die Purple-Sektoren untereinander in jeder Runde einmal aus. Aber so eine richtige Verbesserung ist da aktuell nicht abzusehen. Leider vielleicht mit einer ganz leichten, aber der ist hier erstmal nach Kurve 1 unterwegs gerade. Oua, da hat's Leidl jetzt erwischt, der portet sich auch direkt zurück in die Box. Macht nicht viel Sinn, jetzt hier noch eine Runde zu fahren, denn eine Runde wird es nicht mehr werden. Ah, Barth jetzt auch auf Abwägen. Und Rieger mit einer schnellen Zeit. Christian Schwenk, der kann jetzt seine Pole Position nochmal deutlich festigen. Hat hier nochmal ein bisschen Zeit irgendwo gefunden. Kann sich hier auch nochmal ein Stück verbessern. 1:38,2, die schnellste Zeit in diesem Qualifying. Hanak, ah, der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg von Heiko Rentsch, was die Zeit angeht. 6 Zehntel fehlen ihm da. Die findet er jetzt hier aktuell auf dem Streckenabschnitt nicht mehr. Florian Rieger allerdings, der kann noch ein bisschen Zeit gut machen. Sollte ihm zumindest eine Position bringen. Sollte ihn an Dennis Hanak vorbeischieben. Ah, jetzt wird es aber doch eng. Jetzt wird es doch eng. Hat hier viel Zeit in der letzten Kurve verloren. Reicht nicht. Reicht nicht. Rieger bleibt auf P10. Somit keiner mehr auf einer schnellen Runde. Bei Zengerle im Delta noch ein bisschen grün zu sehen. Aber das ist jetzt auch weg. Aber auch da über eine Sekunde holt er jetzt hier nicht mehr raus. Bleibt also bei Position 12. Und somit ist das Qualifying hier durch. Benedikt, guten Abend, Hallöchen. Schön, dass du da bist. P3 ist es. Noch eine starke Runde gefunden. Und da haben wir den Pole-Sitter, Christian Schwenk, auf Position Numero Uno. So, kurz vor Rennstart zum ersten Rennen. Ein bisschen Zeit haben wir. Von einem Bandit haben wir ja gehört, Schiavone Favorit hier heute.
könnte hier die Summer Break Meisterschaft klar machen. Wen haben wir noch auf dem Zettel? Christian Schmenk natürlich. Christian Schmenk immer für sehr, sehr schnelle Rundenzeiten gut. Wenn er die bis zum Rennende auch halten kann, dann sieht das relativ gut aus für ihn. Bei dem Licht sind aber auch meine Augenringe heute wirklich gut zu sehen. Vielleicht mal ein bisschen massieren, habe ich gehört, soll was bringen. Face Yoga, das Stichwort, was ich hier zu Hause immer mal wieder an mich rangetragen wird. Bei den Augenringen ist Hopfen und Malz aber auch mittlerweile verloren. Ja, was wird uns noch erwarten? Wir sind sehr gespannt auf die erste Kurve gleich nach dem fliegenden Start. Schmenk, Schiavone, Barth in Lauerstellung und auch Leidl immer für einen guten Moment da. Ja, gutes ein Bandit, ich versuche mich dran zu halten. Gurkenmaske. Gurken. Habe ich noch nie ausprobiert. Bin ich aber auch jetzt schon nicht ganz davon überzeugt. So, ja, wir schauen mal, was wir hier so sehen können. Dynamic Style, ja, hallöchen. Ja, das erste Mal, dass du mich siehst, ja, tatsächlich versuchen sie jetzt einfach immer mal wieder zwischendurch im Qualifying, wenn das Rennen noch nicht im ganz hundertprozentig im Vordergrund steht, mal ein bisschen meine Hackfresse ins Bild zu halten. Von daher kommt ihr auch mal in den Genuss des Grauens. Vielleicht noch Resident Evil mit in den Stream-Titel packen. Gurkenmasken, ja, ich versuch's mal. Ich versuch's mal, vielleicht hilft das ja. Einen bartlosen Kerl hättest du dir zugeordnet. Ach, tatsächlich. Kann man anhand der Stimme den Bartwuchs erkennen? Dass, wenn du eine Studie darüber machst, würde ich mich freuen, da mal ein Ergebnis zu hören. Vielleicht mache ich auch als Proband mit. Genuss, ja, Genuss. Genuss kann man ja weit auslegen, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Alles gut. Ich verstehe da auch den Spaß. Kein Problem. Ja. Bartlos bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Man tut, was man kann, ne? So. Start der Session, halbe Minute. Für Gottschalk, ja, vielleicht macht er ja nochmal eine Ausnahme. Wenn wir ihm das unterbreiten, kommt er vielleicht nochmal zurück und lässt uns Bartwuchs an der Stimme erkennen. Nee, alles gut. Wir versuchen uns jetzt auf das Rennen zu konzentrieren. Schmenk führt das Ganze jetzt an. Die 23 hier. Porsche Zentrum Mannheim powered by Team 75. Schiavone ihm dicht auf den Fersen. Startreihe 2, Barth und Leidl. Dritte Startreihe, Wiseman und Meyer. Dahinter Fischer, Rentsch, Hanak, Rieger, Heiko und Zengerle.
So, und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Sandford, eine sehr, sehr interessante Strecke. So wie ich gehört habe, soll die Formel 1 ja auch wieder nach Sandford. Bei Formel 1 muss ich leider sagen, habe ich eine kleine Wissenslücke aktuell. Kein Kotflügel, keine Kekse. Meine Devise. So, 12 Fahrzeuge reihen sich hier in Reihe und Glied auf. In Sandford im Hintergrund die Dünen. Die kleinen Wege auf den Dünen. Die hier immer wieder die zahlreichen Zuschauer an die Strecke treiben. Einer, der da schön mit seiner Fahne wedelt. Ist auch der Einzige, alle anderen haben die Fahnen zu Hause gelassen. Ist auch windig am Meer. Haben da vielleicht sogar noch irgendwo ihre Lenkmatte oder ihren Lenkdrachen versteckt. Aber die Fahne hatte nur einer. So, und wir schauen. Oh, Schiavone, der bringt jetzt hier aber die Reifen mal ordentlich auf Temperatur. Hat hier schon mal einen ziemlichen Drift in der Einführungsrunde hingelegt. Und das ist natürlich das Interessante bei den Fahrzeugen hier. Keine Traktionskontrolle. Pures Racing in Sandford. Ja klar, Dynamic Style, das ist auch absolut normal. Das macht, glaube ich, jeder. Wäre natürlich mal interessant, wenn man mal auf dem Teamspeak oder auf dem Discord so eine Gesprächsrunde hat und von jedem mal ein Bild zeichnet, wie man sich den vorstellt. Können wir mal als Anregung hier für die MBRL für die nächste Sommerpause machen. Zeichnen mit Rob und der MBRL live im Stream. So, jetzt aber Schluss mit dem Bart. Wir sind nämlich kurz vor dem Rennstart. Alles Picassos, definitiv. So, los geht's. Grüne Flagge noch vor dem Zielstrich und da ist das Rennen freigegeben. Boah, Schmeng kommt da wahnsinnig gut weg. Bart direkt unter Druck jetzt hier von Lidl, dahinter Wiseman. Und ein großes Grüppchen, was sich hier jetzt auffächern kann. Aber jetzt wird es langsam wieder ein bisschen eng. Jetzt geht es erstmal wieder links rum und Christoph Meyer muss sich jetzt hier erstmal... Oh, das müsste Heiko Rentsch sein, gegen den er sich da verteidigen muss. Heiko Rentsch auf der Außenbahn. Christoph Meyer wieder innen, leichte Berührung da. Kurzer Lackaustausch. Aber nicht viel passiert. Jetzt haben sie sich erstmal kurz sortiert. Vorne haben wir Schmenk vor Schiavone. Und das wirklich eng. Lidl hängt sich aber auch ran an Benedikt Bard. Also auch hier ist es eng. Podium, wenn man davon in der ersten Runde schon sprechen kann, wird hier heute hart umkämpft sein. Sehr, sehr schön zu sehen. Und hinter Lidl eine leichte Lücke, die sich auftut. Unterdessen Fischer und Meyer im direkten Duell. Aber Rentsch setzt Meyer jetzt hier massiv unter Druck. Der will ihm jetzt hier zeigen, wofür diese Lackierung auf dem Porsche ist. Nämlich um hier eine Kampfansage zu machen. Rieger da auch vor auf 9. Hat hier also am Start auch eine Position gut machen können. So, und Leidl, der macht jetzt Druck. Oh, auf die Innenbahn, aber kommt dann noch nicht vorbei. Jetzt müssen die beiden Tür an Tür jetzt erstmal... Ja, da muss einer zurückstecken. Da ist es einfach viel zu eng. Da kannst du nicht Tür an Tür durchheizen. Aber interessant zu sehen. Hier vorne haben sich die Fronten relativ schnell geklärt. Und wen haben wir da? Wer Rentsch
Rentsch hat hier seinen Porsche auf der Hinterachse verloren und somit jetzt weit, weit zurückgefallen. Bisschen Schaden sehen wir da, aber der sollte nicht allzu groß sein. Mal sehen, ob er weiterfahren kann. Hanak hinter Rieger. MBR interner Fight hier. Und Meier und Fischer können sich währenddessen ein bisschen absetzen davon. Boah, jetzt sind Hanak eine wirklich weite Linie, versucht hier vielleicht viel Schwung mitzunehmen. Um hier Riga irgendwo zu attackieren. So, Rentsch. Boah, der ist weit zurück. 11 Sekunden hinter Zengele. Und jetzt bin ich gespannt. Bleibt er draußen oder ist der Porsche zu stark beschädigt? Auch Zengele hat hier irgendwo mal kurzzeitig. Hat hier 3 Sekunden verloren in der Runde. Okay, Rentsch bleibt draußen. Und die beiden Goldjungen hier. Christoph Meyer und Dennis Fischer auf Position 6 und 7. Jetzt im Formationsflug. Vielleicht wollen sie zusammen die Lücke auf Pete Wiseman wieder schließen. Und Hanak, wirklich massiver Druck jetzt auf Florian Rieger. Rieger hat jetzt wahrscheinlich den Blick dauerhaft im Rückspiegel. Sven Heiko spielt da auch noch mit. Setzen wir uns mal rein. Wagen den Blick durch die Windschutzscheibe, das ist das Wort. Von Dennis Hanak. Leicht eben Kies gewesen hier, Florian Rieger, aber es reicht nicht für Hanak, um da zu attackieren. Versucht die Linie irgendwie zu kreuzen, aber in der Schikane kommt er nicht vorbei. Aber man merkt, er will gerne vorbei. Der hat das Gefühl, hier die bessere Pace gehen zu können. Windschatten auf Start und Ziel. Vielleicht eine Möglichkeit, aber Rieger macht die Innenbahn zu. Hanak muss nach außen ausweichen. Und versucht, die Linie zu kreuzen. Aber Rieger macht das sehr geschickt. Auch wenn da der Abstand nach vorne zu Meier und Fischer natürlich größer wird dadurch. Aber beim Cup kann noch so einiges passieren. Leidl wieder rangefahren an Barth. Die beiden trennen jetzt gerade mal knappe 4 Zehntel. Schwenk und Scavone vorne erstmal auf und davon. 3,3 Sekunden bis auf P3. Also da ist eine große Lücke. Oh, wild. Wilder Drift von Leidl. Aber ohne Probleme wieder abgefangen. Boah, Hanak da eher Schwierigkeiten, den abzufangen. Muss jetzt die Position abgeben an Sven Heiko. Der übernimmt jetzt Position 9 und darf Florian Rieger ein paar Ründchen jagen. Aktuell schnellste Runde von Christian Schwenk an der Spitze mit einer 38,667. Also auch das im Renntrim eine wirkliche Ansage. Aber Scavone lässt nicht locker. Der ist eine knappe Sekunde dahinter. Und wartet auf seine Chance. Der riecht, dass hier vielleicht noch was passieren kann.
Aber jetzt ist Schwenk schnell unterwegs. Und da ist der Platztausch. Christoph Meyer geht vorbei an Dennis Fischer. Fischer hier irgendwo einen kleinen Ausritt gehabt, aber ich glaube beide. Beide hier mit einer rot markierten Zeit, somit beide wohl kurz über die Tracklimits rüber. Aber Meyer vor Fischer. Und ich glaube, Meyer wird sich jetzt so langsam ein bisschen absetzen können. Der hat die Pace. Gerade in diesem Moment, das Momentum, wie man so schön sagt, eher gerade bei Meyer. Während Fischer versucht, da dran zu bleiben. Meyer da weit im Dreck. Conti aber noch genug Speed mit auf die kurze Start- und Zielgerade retten, um seine Position erstmal zu behaupten. Und die beiden sind hier gerade das Engste, was das Feld zu bieten hat. 0,5 Sekunden trennen die beiden. Aber auch da wahrscheinlich eher der Fokus auf der Zusammenarbeit. Auch wenn Pete Wiseman mittlerweile 4,6 Sekunden weg ist. Wird man da wahrscheinlich noch versuchen, die Lücke nach vorne wieder zu schließen. Letzte Runde von Wiseman eine 40,2. Von Meyer eine 39,8. Mit 4/10 schneller. Also grundsätzlich würde die Pace funktionieren. So, Bart. Boah, wie ist der denn jetzt so schnell rangefahren an Schiavone? Schnelle Rundenzeit, eine 38,6 im letzten Umlauf, eine 38,9 in diesem Umlauf. Und der ist hier pro Runde fast eine Sekunde schneller als Schiavone. Und dementsprechend, logischer Konsequenz daraus, die Lücke ist geschlossen und Bart will attackieren. Das Thema Bart verfolgt uns heute aber auch ein bisschen, oder? Aber Benedikt Bart, ob der einen Bart hat oder nicht, das weiß ich nicht, ich habe ihn noch nicht sprechen hören. Aber der ist jetzt dran an Schiavone und versucht, Position 2. Oh, das hat sich nach Kies angehört und es ist Christian Schwenk. Es ist Christian Schwenk, der hier im Kies unterwegs gewesen ist und somit jetzt die erste Position verloren hat. Schiavone übernimmt die Führung und dann gibt es den Hecktreffer und Schwenk dreht sich. Schiavone kann noch abfangen. Oh, jetzt wird's aber auch wild. Wiseman kann da dem zurückkehrenden Schwenk noch ein bisschen ausweichen. Oh, aber der wird sich jetzt ärgern. Der wird sich jetzt ärgern. Schiavone übernimmt die Führung. Bart auf 2, Leidl auf 3, Wiseman auf 4. Und Schwenk zurückgefallen auf die fünfte Position. Also das war definitiv nicht der Plan, den Christian Schwenk hier im Qualifying geschmiedet hat. Bart ab? Evil? Nee, Bart bleibt dran. Der wohnt jetzt da. Oh, da haben wir wieder im Hintergrund jemanden. Rieger war es. Rieger hier auf Abwägen nach Kurve 1. Da hat er sich ein bisschen verbremst und ist da ins Kiesbett rausgerutscht.
muss die Position an Hanak erstmal abgeben. Heiko, keine Chance, da vorbeizugehen. So, aber Bart und Schiavone, die hatten sich ja jetzt hier deutlich enger zusammengefunden. Und auch so geht das jetzt hier weiter. Ach, der kommt bestimmt noch. Obwohl, 72, ist das dein Geburtsjahr, 72? Bart ist dran, der hängt sich jetzt hier an die Stoßstange von Schiavone. Ja, okay. Ich verstehe. Ja gut, aber ne, Bart ist auch nicht alles. Soll ja auch Leute geben, denen steht kein Bart und ich bin mir absolut sicher, du gehörst dazu. Kampf um die erste Position. Das ist sehr, sehr eng. Auch mit aktuell so ziemlich das Engste. Wir haben noch Riga und Heiko und Hanak auf 8, 9 und 10, die relativ eng sind. Und Heiko Rentsch fährt sich wieder ran an Zwengerle. Aber wir bleiben mal bei diesem Zweikampf, denn der ist wunderschön eng. Da kann jede Sekunde der Angriff von Bart jetzt kommen. Ja, eine schöne Matte, super. Die züchte ich mir ja auch gerade wieder. Wer hat den längeren Atem? Wer kann dem Druck in dieser Situation deutlich besser standhalten? Schiavone oder Bart? Oder ist es vielleicht Marvin Deidel, der sich wieder ranfahren kann? Ach, das weiß ich alles noch nicht. Wie lang, ob lang, überhaupt, was auch immer. Meine Haare leben in den Tag hinein. So, Bart dran an Schiavone. Schmenk dran an Wiseman. Riga dran an Hanak. Und Rentsch dran an Zengele. Wo soll man hinschalten? Riga, boah, der hat jetzt hier mal kurz angezeigt, dass er hier vielleicht überholen möchte. Geht der jetzt außen vorbei? Nee. Aber bringt sich in eine gute Position. Wieder die Außenbahn, aber jetzt muss er die Spur halten, denn jetzt geht's wieder links rum und somit ist das die Möglichkeit für Riga. Der geht vorbei, Riga. Ab auf die achte Position vorbei an Hanak. Starkes Manöver. Drei Kurven lang. Das Ganze vorbereitet. So, und auch Rentsch hinter Zengerle. Oh, Naiko. Hat hier, glaube ich, mal kurz etwas den Acker gepflügt. Denn der hat hier Zeit verloren. Wie sieht's bei Schmenk aus? Auch der arbeitet sich wieder ein bisschen nach vorne. Halbe Sekunde ran an Wiseman. Aber die schöne Position 1, die hat er jetzt natürlich erstmal abgegeben. Und die jetzt noch zu ergattern in dem ersten Rennen, das wird wahnsinnig schwierig für Christian Schwenk, wenn nicht sogar unmöglich. Denn bei dem Tempo, was vorne Schiavone und Bart hinlegen,
Barth mittlerweile auch mit der schnellsten Rennrunde. Eine 38,646. 200stel schneller als die von Schwenk. Wann kommt der Angriff? Leidl da vorne auch wieder in Sichtweite. Boah, Licht! Schwenk hier wieder, der ist am Limit unterwegs. Hat sich hier ziemlich quergestellt. Hat das aber Gott sei Dank abfangen können. Aber ein bisschen Zeit verloren hat er natürlich. Knappe 12 Minuten im ersten Rennen haben wir noch. Boah, Fehler von Schiavone. Kleiner Rutscher am Kurvenausgang und die Lücke ist sofort zu. Barth lauert. Wartet hier auf seine Chance. Und versucht Schiavone in einen Fehler zu treiben. Boah, wieder Benedikt Barth dran an Schiavone. Und Schiavone mit dem leichten Rutscher. Und jetzt ist es passiert. Schiavone musste sich jetzt erstmal sammeln und geht erstmal zurück auf die zweite Position. Der DC Sim Racing Teamkollege bekommt jetzt auch Besuch. Schwenk auf die Innenbahn. Boah, wieder ein massiver Drift. Schwenk, wenn er schon nicht gewinnen kann, dann will er wenigstens die Maximalpunktzahl in der B-Note kriegen. Konter oder kein Konter? Kann Wiseman darauf reagieren? Sieht nicht danach aus. Hier vorne wird es aber wieder eng. Barth und Schiavone. Da gab es den kurzen Schlenker von Schiavone, wollte da kurzzeitig doch vielleicht angreifen. Hat sich aber erstmal wieder dagegen entschieden. Lücke war nicht da. Also interessanter Zweikampf jetzt hier um den Sieg. Wer wird den in 9 Minuten plus minus nach Hause bringen, hier im ersten Rennen? Schwenk setzt sich ab von Wiseman. Wir fahren mal ein Ründchen mit Stefano Schiavone. Bis jetzt kann er dranbleiben. An Benedikt Barth. Letzte Runde von Barth allerdings 7 Zehntel schneller gewesen. So, und diese Runde 6 Zehntel schneller gewesen. Barth also auf dem Weg, die Lücke zu vergrößern. Und das sieht man auch, die Lücke wächst. Kurve für Kurve.
Hanak auch dran, wieder an Heiko. Also das Mittelfeld scheint auch wieder eng umkämpft zu sein. Zumindest auf den Positionen 8, 9 und 10, da geht noch die Post ab. Und wir springen rein bei Sven Heiko in den Porsche GT3 Cup. Und schauen ihm bei der Arbeit zu, wie er hier Florian Rieger vielleicht unter Druck setzen kann. Immer der Blick in den Rückspiegel, denn auch Hanak ist nicht weit weg. Dreikampf bisher ohne Entscheidung. Heiko versucht hier auch ein bisschen den Windschatten abzuschütteln. Verliert jetzt hier so natürlich auch Zeit auf Rieger. Während Rentsch sich weiter so ein bisschen die Zähne an Zengerle ausbeißt. Bisschen Zungenbrecher. Zähne, Zengerle, zahme Zengerle. Oh, Zengerle raus aus der ersten Kurve. Da gab's jetzt den kleinen Fehler auf der Bremse. Und somit ist Rentsch jetzt erstmal vorbei. Der hat jetzt freie Fahrt. Weiß gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Hat er dieses Rennen wenig gehabt. Und jetzt natürlich die Frage, kann er, wenn er frei fährt, wenn Rentsch jetzt freie Fahrt hat, sich von Zengerle lösen? Die leichte Beschädigung an der 763 natürlich zu sehen. Die Motorhaube schlabbert da ein bisschen im Wind. Aber auch der Dreikampf hier. Rieger, der sich nicht wirklich lösen kann gegen Heiko und Hanak. Lichthupe da war Heiko. Weiß nicht, ob es die Absicht war. Versucht jetzt zumindest Rieger zu signalisieren, lass mich mal vorbei. Der Hanak nervt da hinter mir. Aber noch reicht es da lange nicht. Die sind hier alle noch ein bisschen zu weit voneinander entfernt. Und jetzt haben wir den Fehler von Heiko. Hier die Hinterachse überholt ihm beim Bremsen stehende Räder. Stehende Räder bei Sven Heiko. Die Hinterachse fährt an ihm vorbei und auch Hanak jetzt mit dem Fehler. Konzentration geht langsam in den Keller hier im ersten Rennen. 3,5 Minuten Distanz gilt es noch zu überbrücken. Und Rieger, der hat jetzt natürlich, der kann jetzt aufatmen. Hanak auf 9, Heiko auf 10, weit zurückgefallen. Und Zengerle bleibt dran an Rentsch. Nutzt den Windschatten und vielleicht die etwas bessere Aerodynamik, dadurch, dass sie noch intakt ist. Alles andere hat sich hier etwas auseinandergelebt. Zengerle Rentsch ist das
Ängste, was wir im Feld haben? Und da fahren wir ein kleines Ründchen mal mit. Schauen uns an, was Zengerle hier dem Rentsch entgegenzusetzen hat. Entgegenzusetzen hat Zengerle aktuell nicht viel. Abstand vergrößert sich sichtbar und deutlich. Oh, und jetzt haben wir Schmenk hat sich Marvin Leidl noch geholt. Wie schnell ist das jetzt gegangen? Schmenk wieder auf Podium. Aber Leidl musste auch irgendwo einen Fehler gemacht haben. 1,7 Sekunden langsamere Runde als die von Schwenk. Und somit Schwenk wieder auf einer Position, auf der er sich wohlfühlt. P3. Und Leidl kann die Pace nicht mitgehen. Muss hier ein bisschen aufreißen lassen. Und somit Bart vor der letzten Runde im ersten Rennen. Und so geht's in die letzte Runde jetzt hier für Benedikt Barth in Führung liegend. Darf jetzt natürlich nichts mehr anbrennen lassen. Hat sich hier stark nach vorne kämpfen können von Position 3. Ein Fehler von Schmenk und das schöne Überholmanöver vorbei an Schiavone. Und somit ein verdienter erster Rang bis jetzt. Wenn er es über die Linie bringt, wenn er es jetzt nicht irgendwo nochmal wegschmeißt, aber ich denke, das wird Barth jetzt hier nicht tun. Die letzten Kurven für Barth. Wiseman da auch nochmal ein bisschen rangekommen an Leidl, aber ich denke, das sollte für Leidl reichen. Und die letzten Kurven für Benedikt Barth. Ab auf Start und Ziel und da ist es. Barth gewinnt Lauf 1 des heutigen Abends. Sehr, sehr stark vor Stefano Schiavone auf P2 und Schwenk, der sich eindrucksvoll zurück auf P3 gekämpft hat. Leidl kann P4 behaupten, Wiseman auf 5. Und dann haben wir den Dirty Old Bastards D-Zug hier. Ah, die wollen ein schönes Fotofinish. Ja, sei es ihnen gegönnt. Meier vor Fischer auf 6. Und 7. Riga holt sich die 8. Position. Und Hanak kommt mit P9 auf Start und Ziel.
Direkt dahinter haben wir Sven Heiko auf 10. Heiko Rentsch auf dem Weg auf P11 über die Linie. Und Heinz Zengerle mit der 12. Position in Richtung karierte Flagge. Und somit ist Rennen 1 soweit erstmal durch. Barth gewinnt vor Schiavone und vor Schmenk. Interessantes Rennen, vor allem im Mittelfeld und dann ab und zu mal vorne an der Spitze. Wenn es dann immer mal wieder ein paar kleine Ausrutscher gab. Aber es steht ja noch das zweite Qualifying und das zweite Rennen im Haus. In der Zwischenzeit spielen wir mal den MBRL-Trailer für die reguläre Season. Saison 2 wird in Kürze ja auch an den Start gehen. Und so sieht das cinematografisch aus. So, und wir sind zurück im zweiten Qualifying. Qualifying Nummer 2 ist auf dem Weg. Und Benedikt Barth, der Sieger aus dem ersten Rennen, ist auch bereits auf der Strecke unterwegs. Ich denke, der ein oder andere wird jetzt nochmal einen privaten Boxenstopp zu machen, wie man bei RTL gerne sagt. Um hier nochmal ein bisschen Leistungsgewicht loszuwerden oder Leistungsgewicht zu optimieren. Und wir schauen einfach mal, was hier im Qualifying 2 um 11 Uhr vormittags am Sonntag so passiert. 16 Grad Außentemperatur, Strecke aktuell auf 20 Grad Celsius. Also eigentlich schon fast optimale Bedingungen hier. Könnte man schon fast sein Handtuch auspacken und auch für den Strand nebenan gehen. Wenn man sich denkt, nö, Rennen fahren, das macht mir eh keinen Spaß, ich gehe jetzt an den Strand. So. Bitte nicht, bitte bleibt alle da und fahrt. Wir wollen hier so viele wie möglich auf der Strecke sehen. Und warten auf die ersten Zeiten, die hier gleich eintrudeln werden.
So, die ersten Zeiten sind da. Christian Schwenk mit der bisher schnellsten Runde. Oh, die ist sehr schnell. 1,38,5. Somit aktuell ganz oben in der Zeitenliste. Bart mit P2, Schiavone auf 3, Heiko 4, Rentsch auf der 5. Dann haben wir Dennis Hanak mit der 6. Position. Und der Rest hat hier noch keine Zeit aktuell setzen können. Auf dem Weg, eine Zeit setzen zu können, sind Leidl und Riga. Riga wird zuerst über die Linie kommen, beide hier im Formationsflug. Dahinter haben wir Heiko Rentsch, auch der gerade eine schnelle Zeit hinlegen kann. Und Schmenk, oh, der ist jetzt hier mit einer 38,2 nochmal schneller geworden. So, und Riga und Hanak. Nein, Riga und Rentsch und Leidl über die Linie. Leidl 4, Riga 6, Rentsch auf P7. Auch Benedikt Barth scheint hier nochmal viel Zeit zu finden. Das könnte Pole werden. Das könnte und es ist die Pole Position. 38,271 von Benedikt Barth. Sehr, sehr schnelle Runde hier. Zengerle, Fischer und Heiko noch in der Box. Heiko hat schon eine Zeit gesetzt. Zengerle, Fischer und Meier noch nicht. Knappe 3,5 Minuten Qualifying liegen noch vor uns. Also nicht mehr viel Zeit für Zengerle, Fischer und Meier, eine Zeit zu setzen. Und Schmenk wieder auf dem Weg. Wieder hat er es in der Hand, jetzt auf P1 vorzurücken. Ah, das war noch in den Track Limits, so gerade eben. Zeit gekostet hat es trotzdem, es wird nicht reichen. Bleibt auf Position 3. Riga auf einer schnellen Runde, aber der hat noch über die Hälfte der Runde vor sich. Da kann noch einiges passieren. Aktuell der Einzige mit einem grünen Delta. Läuft jetzt hier auf Zengerle, der macht Platz. Will hier niemanden in der schnellen Runde stören. Meier jetzt die erste Zeit gesetzt, 1,40. Ach ja, da war ja was. Auch immer wieder in dieser actiongeladenen Serie in Vergessenheit geraten. So, Leidl auf der schnellen Runde. Leidl, boah, das sieht gut aus. P4 ist es für Marvin Leidl. So, Meier jetzt auch auf der schnellen Runde. Also jetzt kommen nochmal ein, zwei schnelle Ründchen hier. Zengerle und Fischer noch keine gültige Zeit gesetzt. Beide jetzt allerdings
auf dem Weg eine setzen zu können. Fischerei jetzt auch auf dem Weg in Richtung Start- und Ziellinie. Mal sehen, welche Zeit da steht. Es wird keine optimale Zeit. Ah, 1,40,3 reicht für P9. In der Zwischenzeit Schiavone mit der Pole Position. 1,38,1 kratzt hier ganz, ganz knapp an der 37er Zeit. Sehr schnell unterwegs hier. Schiavone, Wiseman jetzt nicht mehr mit dabei. Somit Schiavone der Einzige, der hier die DC Sim Racing Fahne hochhält. So, Meyer immer noch oft schnell unterwegs. 2 Zehntel aktuell schneller als seine bisher beste Zeit. Wird ihn aber auch keine Position mehr nach vorne bringen. Aber es könnte so gerade eben... Ah doch, der holt noch ein bisschen Zeit raus. Der holt noch ein bisschen raus. Es wird eng für Florian Rieger auf 5. Ah, jetzt hat er viel Zeit gefunden. Sehr, sehr gut durch die Kurve durchgekommen. Jetzt geht's runter in Richtung Schikane. Auch hier wichtig, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Entscheidende Stelle der Strecke. Und das funktioniert. Das geht sich auf. Das könnte auch eng werden für Leidl auf P4. Meyer sehr schnell unterwegs. P4. Das wird P4. So ist es. Meyer auf 4. Mit einer starken letzten Runde, die gezählt hat. Also Meyer, der ist on fire. Meyer on fire. So, und alle mittlerweile in der Box, außer Fischer und Meyer, aber bei beiden nichts, keine Verbesserung zu erwarten. Somit ist das Thema jetzt erstmal durch. Pole Position für Stefano Schiavone, dahinter Benedikt Barth, Christian Schmenk, Christoph Meyer, Marvin Leidl, Florian Rieger, Sven Heiko Rentsch, Dennis Fischer, Dennis Hanak und Heinz Zengerle. So ist die Aufstellung für Rennen Nummer 2. Und wir überbrücken die Zeit kurz mit dem MBRL-Trailer in Vorbereitung auf Saison Nummer 2. Und da sind wir wieder. Wir schauen von vorne drauf. Die Reihe an Heckflügeln. Wir sehen, wie viele in der Porsche Zentrum Mannheim Team 75 Lackierung unterwegs sind. Das sehen wir an dem Streifen auf dem Heckflügel. Und wir sehen
Einmal gelb, einmal grün, schwarz vorne in den ersten beiden Startreihen. Schiavone vor Barth, Poschmenk vor Meyer. Und so sind die ersten beiden Startreihen, die jetzt gleich so ins Rennen starten werden. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das hier gleich laufen wird. Rennen Nummer 2 auf Sandford. Noch läuft hier kein Motor. Stille, die Ruhe vor dem Sturm. Im MBRL Summer Break. Das letzte Rennen in diesem Pausenfüller. Bevor es dann demnächst in Saison 2 gehen wird. Immer noch Stille im Grid. Also hier wird bis zur letzten Sekunde gewartet, bevor die Reifen auf den Boden gelassen werden, so viel Hitze wie möglich im Reifen behalten. Das ist der Plan bei den meisten hier. Und wir sind sehr gespannt. 30 Sekunden bis zum zweiten Rennen. Wir hoffen auf weitere spannende 2, 3, 4, vielleicht sogar noch mehr Kämpfe. So, und da gehen die Autos runter. Liftsystem wird eingefahren. Die ersten Motoren laufen. Und die Einführungsrunde kann in wenigen Augenblicken beginnen. Schiavone wird oder sollte als erster losfahren. So ist es. Schiavone unterwegs. Barth unterwegs. Schmenk unterwegs. Ihr seid Legenden. Ja, ihr könnt in der MBRL auf jeden Fall noch... Uiuiui, Schwenk hier. Hat mal kurz getestet, ob der Reifen schon warm ist. Ich würde sagen, nein. Ja, und Schiavone auf P1. Wiseman, ja, den vermissen wir hier im Feld. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da was mitbekommen. Wiseman noch vor dem zweiten Qualifying nicht mehr auf dem Server gewesen. Ihr sitzt da ja an der Quelle. Ja, das ist wie die und das Nutella. Diskutiert das mal aus. Während wir uns hier nochmal entspannen können, kurz vor Rennstart, Einführungsrunde läuft. Und es wird angeführt vom DC Sim Racing Team. Dahinter haben wir das
Sidekick Racing Fahrzeug von Benedikt Barth und dann Schmenk vom Monkey Boys Racing Team. Oh, Schiavone. Schiavone hat's in der Einführungsrunde weggeworfen. Ei. Das ist natürlich hart. Das ist natürlich extrem hart jetzt. Und da kommt er. Da ist er wieder. Da hat er es nochmal geschafft. Da ist aber auch mit leicht überhöhter Geschwindigkeit in die Startaufstellung reingeflogen. Glück gehabt. Und es ist, grünes Licht ist freigegeben. Wahnsinnsstart von Christian Schwenk. Der zieht hier direkt mal an Benedikt Barth vorbei. Auch Riga und Heiko. Auch die jetzt hier mit einem guten Start. Und dann wird's hier hinten doch ziemlich eng. Oh, Schiavone führt das Ganze an. Dahinter Barth, Schwenk. Meier verliert die Position an Leidl. Musste auch massiv korrigieren, also Meier jetzt hier nicht optimal unterwegs gewesen. So, jetzt sortiert sich die Aufstellung. Schiavone in Führung. Und Leidl, boah, der hängt jetzt schon dran am Heck von Benedikt Barth. Meier, Riga, sehr, sehr eng. Auch dahinter Heiko Rentsch. Heiko und Rentsch, so. Sehr, sehr eng beisammen. Aber es bildet sich bereits ein kleines Grüppchen. Schiavone, Schwenk, Barth und Leidl lösen sich hier etwas von Meier. Während Riga da einfach immer noch dran bleibt. Also Riga ist in Schlagdistanz. Viel Staub aufgewirbelt worden da vorne von Barth und Leidl. Und Barth kann sich da erstmal verteidigen und auch Riga findet keinen Weg dran vorbei. Also spannender Anfang in Rennen Nummer 2. Schiavone vor Schmenk, Barth und Leidl. Und so sieht das Ganze aus. Barth bekommt hier mächtig Druck von Leidl. Leichter Verbremser von Barth. Das haben wir ein bisschen quietschen hören hier. Aber die kommen wieder ran an Schwenk. Also es ist hier weiterhin sehr, sehr eng. Fischer direkt hinter Heiko. Auch da ist es eng. Hanak und Zengerle auf 10 und 11. Auch die hier im sehr, sehr engen Duell. Boah, Barth ist vorbeigegangen. An Schwenk. Barth jetzt, der Neue auf P2. Und der hat hier direkt eine Lücke aufgerissen. Leidl auch vorbei an Schmenk. Und Riga versucht's. Nein, es reicht nicht. Schmenk hier über zwei Sekunden in der Runde verloren. Somit für Leidl und Barth eine Leichtigkeit, da vorbeizugehen. Hanak vorbei an Zengerle. Ich glaube, das war ein Platztausch, ein provozierter Platztausch von Zengerle.
Aber es ist weiterhin eng. Meier jetzt hinter Schmeng. Und der hat die Lücke jetzt durch den kleinen Fehler von Schmeng direkt schließen können. Auch Rieger nicht allzu weit weg. Also auch der hat hier noch Ambitionen. Leidl wieder dran an Barth. Also auch da ist noch ein bisschen was zu erwarten. Aber das ist hier bis zu Position 6 sehr, sehr eng. Auch Fischer auf 9 dran an Heiko auf 8. Lücke da auch sehr, sehr weit zugegangen gerade. Und Schiavone vorne, der nutzt das. Der nutzt diesen Kampf zwischen Barth und Leidl, um die Lücke zu vergrößern. Ja, Schiavone, der ist wieder wahnsinnig gut drauf. Also da kann man sagen, was man möchte, aber Schiavone, der ist wirklich wahnsinnig schnell unterwegs. Und führt das da vorne erstmal an. Leidl hinter Barth. Und da setzen wir uns mal rein. Da setzen wir uns mal rein und schauen, was da so geht. Leidl ist auf jeden Fall auf Kurs. Aber reicht das? Nein, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht für eine Attacke, aber der ist wahnsinnig nah dran. Ja, wie wäre es mit ein paar neuen Tipps? Bei knapp 22 Minuten Renndistanz, ja, da ist noch ein Tipp drin. Also ist Gavone stark unterwegs. Ja, das ist... ja, okay, ich verstehe. Das, die sichere Bank also. So, Schwenk und Meier. Also Meier jetzt mit einer guten Figur. Schwenk hatte vorhin einen Fehler und den hat Meier direkt erstmal nutzen können und jetzt beißt er sich fest. Beißt sich in der Heckstoßstange fest, muss natürlich jetzt auch aufpassen, denn Rieger ist da direkt hinter. Hanak dran an Heiko. Ah, hier ist überall was los jetzt gerade. 11 Fahrzeuge und das ganze Feld voll mit Kämpfen. Genauso soll es sein, genauso wollen wir das. Aber Schiavone, der ist schnell, aber die freie Fahrt, die er gerade hat, die kann er nicht nutzen. Barth und Leidl, trotz des Zweikampfs kann der sich da nicht lösen. Oh, Yellow Flag. Yellow Flag, wir haben, ich glaube, Rieger. Nein.
Meier war's. Meier hat hier viel Zeit verloren, auf die siebte Position zurückgefallen. Meier also mitten im Ausritt. Und ich glaube, Schmenk hat hier auch irgendwo Zeit verloren. Und jetzt zieht es sich hier wieder schön zusammen. Jetzt wird es hier wieder schön eng. Ja, Schiavone ist ein sehr, sehr schneller Fahrer. Also ich freue mich tatsächlich drauf, wenn das DC Sim Racing aktiv wird in der MBRL. So, aber relativ schnell hat sich dann doch wieder hier gelichtet, dieser enge Zweikampf. Während Lidl vorne weiter attackiert. Und Schiavone sich weiter nicht absetzen kann. Also ich denke, da wird es noch interessant werden. Gibt es für Lidl noch die Möglichkeit zu attackieren irgendwo? Ist hier auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber es reicht aktuell noch nicht. Noch kann er nicht so angreifen, wie er es gerne hätte wahrscheinlich. Und seht euch das an, die drei, ja, die haben einen wahnsinnigen Vorsprung. Das sind mittlerweile 6,7 Sekunden, so wie es aussieht. Aber was ich interessanter finde, ist, dass Barth die Lücke auf Schiavone schließt. Öffnet die Lücke nach hinten auf Lidl und schließt die Lücke auf Schiavone. Boah, Lidl da beim Anbremsen ein bisschen auf dem Randstein gewesen. Auf dieser weißen Linie, die natürlich ein bisschen rutschig ist. Und jetzt, also Barth, jetzt hat er irgendwo den Nachbrenner gefunden. Vielleicht das Mapping geändert, also vielleicht hat er aus Versehen ein falsches Mapping gehabt, aber jetzt fliegt er. Der fliegt ran an Schiavone. Wahnsinn, wie die Lücken jetzt schmelzen. Aber es reicht noch nicht, um zu attackieren. Also es reicht noch nicht für Barth, um zu attackieren. Der ist ja noch zu weit weg. Aber das wird hier noch ein Krimi für die letzte knappe Viertelstunde. Und wir sind sehr gespannt, was hier noch passiert. Thank you.
das Ganze aus der Heli-Perspektive natürlich schön zu sehen. Aber auch die Außenkameras bringen hier eine wunderschöne Perspektive rein. Der Kampf um den Sieg. Das Podium sollte eigentlich entschieden sein, aber wie werden die sich da jetzt drauf sortieren? Ah, Fischer gegen Rentsch, leichter Schlenker davon Rentsch. Und Fischer im Angriffsmodus. Gibt es jetzt hier auf Start und Ziel vielleicht den Angriff? Im Windschatten reicht die kurze Start- und Zielgeraden? Nein, sie reicht nicht. Fischer da sehr früh auf der Bremse, nimmt hier die enge Linie. Aber am Ende Rentsch mit dem Vorteil. Aber wahnsinniger Druck jetzt hier von Fischer und Meier auf Heiko Rentsch. Wer bricht unter dem Druck zuerst weg hier? Jetzt die Innenbahn. Fischer schleicht sich hier auf die Innenbahn beim Rausbeschleunigen. Jetzt hat er die Nase ganz, ganz leicht vorne. Jetzt geht es allerdings in die Schikane und die geht erstmal rechts rum. Wer ist hier auf dem Bremspunkt on point? Es ist stark von Dennis Fischer. Sogar Christoph Meyer geht vorbei. Und Rentsch, der kriegt jetzt hier direkt die Doppelpackung von den beiden Dirty Old Bastards Fahrzeugen. Sehr, sehr stark rausgefahren von Dennis Fischer, zieht Christoph Meyer direkt mit und die Luft ist rein und frei da vorne. Vorne an der Spitze weiter gewohntes Bild. Schiavone vor Barth, dahinter Leidl, aber alle drei noch mit Ambitionen und natürlich auch die Chance zum Sieg. Ja, Meyer Fischer jetzt im Formationsflug unterwegs. 4,2, knapp über 4 Sekunden, die Fischer dahinter Rieger ist und ich denke, das sollte für Rieger allerdings erstmal reichen. Und Barth dran an Schiavone. Die Luft wird dünner da vorne. Barth hat hier immer noch Schwierigkeiten, da irgendwie ranzufahren. Die bleiben so ziemlich gleich im Zeitentableau. Alle hier aktuell auf einem Niveau. 1,38,9 von Schiavone, 38,6 von Barth und 38,6 von Leidl. Grundsätzlich Barth und Leidl ein bisschen schneller. Aber es reicht noch nicht, um zu attackieren. Meyer und Fischer weiter im Formationsflug, entfernen sich ein bisschen weiter von Rentsch. Im Team
Also stark. Und Schwenk. Schwenk in der Box. Was ist da passiert? Schwenk in der Box, das sah jetzt nicht nach einem großen Schaden aus. Aber der steht jetzt schon sehr, sehr lange in der Box. Und wir haben noch knapp unter 10 Minuten. Knapp weniger als 10 Minuten für Schiavone seine Führung zu behaupten. Zengerle hier kurz auf Abwägen gewesen. Und hinter den dreien passiert aktuell nicht ganz so viel. Rieger auf 4, Fischer 5, Meier auf 6. Dann haben wir Rentsch auf 7, Hanak mit Position 8, Heiko 9, Zengerle auf 10 und Schwenk auf der 11. Wieder raus aus der Box. Also der muss dann da doch sich irgendwo einen stärkeren Schaden eingefangen haben. Sonst wäre er nicht in die Box gefahren. Oh, Fehler von Schiavone. Bisschen über den Körb gerumpelt. Aber es reicht für Bart immer noch nicht. So, Windschatten. Windschatten für Benedikt Barth. Aber die Start- und Zielgerade ist einfach zu kurz. Da ist nicht viel zu holen. Ja, Dynamics halt. Ich glaube, die drei hier vorne, Schiavone, Bart und Leidl, die sind hier heute wieder auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Und das zeigt sich auch durch diesen Summer Cup hier, dass die drei wirklich wahnsinnig schnell sind, egal welches Auto, egal welche Strecke. Immer nur Zweiter, ja, okay. Ja. Noch hat er es in der Hand. Also ich sag mal, der hat jetzt die Möglichkeit hier, sich P1 zu holen. Und vom ewigen Zweiten dann mal aufs oberste Stübchen, auf die oberste Treppe zu kommen. Sieben Minuten hat er noch Zeit dafür. Und die nächste Runde. Also es ist hier wirklich durchgehend ein Abtasten. Da wird sich zurechtgelegt für die letzten zwei, maximal drei Runden, wo ich denke mal noch ein paar Angriffe passieren könnten. Rieger auf 4, ja, der hat hier relativ viel Platz. Fischer auf 5 dahinter, knapp 2,8 Sekunden weg. Meier auf 6. Heiko Rentsch mit Position 7. Dahinter haben wir Hanak und Heiko, die etwas enger zusammen sind. Unter einer Sekunde der Abstand, also auch hier kann sich noch was entwickeln. Sind wir da mal gespannt, was sich da noch entwickeln kann.
Bengele mit P10 und Schmenk auf der 11. Und Leidl wieder dran an Bart. Jetzt muss Bart auch nach hinten aufpassen. Und dann nutzen wir wieder den Heli. Die drei in ihrer eigenen Welt brutal. Ja, da können wir ja alle froh sein, dass sie nur in ihrer eigenen Welt brutal sind und nicht hier mal eben bei uns ein paar Kopfnüsse verteilen. Nee, aber Wahnsinnsleistung von den dreien. Also extrem stark mit dem GT3 Cup. Hier so konstant und stark, um den Kurs zu kommen. Oh. Das hat sich angehört, als hätte Leidl hier ein Problem. Der hat sich hier mal ganz kurz neben die Strecke geschmissen. Leidl konnte dem Druck jetzt hier nicht mehr standhalten. Und hat sich etwas zurückgezogen. Und das öffnet natürlich jetzt die Tür für Benedikt Barth, sich hier rein nach vorne zu konzentrieren. Und das hilft ihm jetzt natürlich enorm, wenn er nicht mehr den Blick in den Rückspiegel wagen muss die ganze Zeit. Hilft ihm jetzt ungemein. Mal sehen, ob er das irgendwie nutzen kann. Knapp unter 4 Minuten noch. Im DC Simracing-Lager wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen gezittert, während auf der anderen Seite bei Sidekick nochmal mächtig die Daumen gedrückt werden. Also das Finale wird jetzt hier entschieden zwischen Schiavone und Barth. Hanak vorbei an Heiko. Götti, ja moin und vielen Dank für dein Resub. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich hier zur späten Stunde nochmal einfindest. Er freut mich. Pünktlich zu den letzten knapp 2,5 Minuten Renndistanz hier in Sandport. Traumhafte Strecke, ja, definitiv. Also wenn ich hier gleich fertig bin, raus aus der Kommentatorenkabine, rein ins Meer, ab auf den Strand. Wäre schön. GTS hatte ich rausgeschmissen. Ja, das, ich würde ja überrascht tun, aber überrascht mich halt relativ wenig. Ja, das passiert. GTS ist da schwierig mit dem Peer-to-Peer-Host. So, vorletzte Runde für die beiden Konsorten hier. Schwenkt da wieder raus aus der Box, kommt hier vor Leine raus. Somit wird da definitiv die Blue Flag geschwenkt werden. Aber das wird definitiv kein Problem darstellen. Ja, Heiko dran geblieben an Hanak, aber jetzt hat er es kurzzeitig mal doch wieder weggeschmissen. Meier auch in der Nähe von Rentsch, aber auch da keine Schlagdistanz. Also wir bleiben hier vorne bei Barth und Schiavone, denn hier geht's um den Rennsieg. Die letzten zwei Runden, jetzt wird's langsam entscheidend. Boah, da musste Barth mächtig korrigieren. Da ist wieder das fehlende TKS
im Porsche GT3 Cup. Das kann dir mal schnell eine Runde versauen. Aber gut abgefangen. Großartige Fahrzeugkontrolle hier. Aber jetzt ist er... Aber jetzt wird er langsam nervös. Benedikt Barth wird langsam nervös und will auf Biegen und Brechen vorbeigehen. Da muss er jetzt schauen, dass er die Lücke ruhig und besonnen wieder schließt. Boah, das wird aber schwierig jetzt. Ja, Ötti, absolut. Cup Porsche. Großartiges Fahrzeug, macht extrem viel Spaß. Schade, dass dieses Summer Break nach diesem Rennen vorbei sein wird. Sehr, sehr ausbalanciertes Auto, da merkst du kaum die fehlende TKS. Ja, und das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Der kleine Fehler von Barth, anbremsen auf die Schikane, reicht für Schiavone, um den Sieg hier komplett zu machen. Wir sind zwar erst in der Mitte der Runde, aber wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht, wenn er das jetzt verwalten kann, dann reicht das, um das Ding hier zu gewinnen. Die letzten Kurven. Der letzte Sektor. Schiavone. Oh, Meier dann nochmal in der Box. Meier mit massiven Einschlag. Die Karre ist hinüber. Wird er wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in der letzten restlichen Zeit repariert bekommen. Ja, wenn er Glück hat, kommt er noch vor Schwenk über die Linie. Aber wir schauen auf Schiavone. Der freut sich. Kariertes Tuch. Schiavone gewinnt. Boah. Benedikt Barth, Marvin Leidl, schmeißt weg. Eieiei. Freut sich, dass er das hier auf P3 abschließen kann. Glück gehabt. Rieger auf 4 und Dennis Fischer mit der 5. Position. Dann kommt Heiko Rentsch auf P6. Sven Heiko mit der 7. Position, da geht es dann jetzt auch über die Linie vor dem Teamkollegen Dennis Hanak, der sich Position 8 sichern kann. Heinz Zengerle, das ist Position 9, Schwenk mittlerweile auf P11 über die Linie gekommen. Somit reicht es für Christoph Meyer. Für die 10. Position nach einem sehr, sehr starken Qualifying muss er sich leider mit Position 10 zufrieden geben. Sehr schade. Für Meyer, der hatte hier einen starken Auftakt in diesem Qualifying. Ist der Letzte, der noch über die Linie kommt. Ganz knapp vor Schiavone und Barth wieder rausgekommen aus der Box. Somit jetzt noch die Ehrenrunde für Meyer. Darf er selbstverständlich nach zu Ende bringen. Bevor es dann gleich für ihn auch über die Linie geht. Okay, da geht's in die Box. Na gut, es ist Linie ist Linie, ne? Linie ist Linie, würde ich sagen. So, und somit haben wir dieses Rennen zu Ende gebracht. Oh, Schiavone, ja, vielen, vielen Dank für deine netten Worte hier im Lobby, im Server-Chat. Vielen, vielen Dank. Wahnsinnsrennen. Schiavone gewinnt vor Benedikt Barth. Leidl auf 3.
Riga auf der vierten Position, Fischer mit P5, Rentsch auf 6, Heiko 7, Hanak auf Position 8, Zengerle 9, Meier auf Position 10 und Schmenk auf der 11. Position. Ja, und das war's von meiner Seite und das war's von unserer Seite. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Kommt gut ins Wochenende. Habt Spaß, genießt die freie Zeit und wir sehen uns demnächst hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt gesund.